Willkommen, willkommen zurück zu Novus Aeterno mit mir, Peter Bosonkrit.de. Und ja, es geht heute weiter mit Projektilwaffen. Allerdings habe ich das immer ein bisschen organisierter gemacht und ich habe das einfach jetzt schon mal was vorbereitet. Wie diverse bekannte Fernsehköche von sich behaupten würden. So ist das selbstverständlich für mich auch absolut im Rahmen der Möglichkeiten. Und das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, ich kann nicht mehr unterscheiden, welches Schiff welches ist. Ich habe zwei Jackal zum Beispiel. Den Jackal 1.5. Und aus irgendeinem Grund habe ich den Jackal 1.5 zweimal gebaut. Es gibt nur überhaupt einen einzigen. Aber... habe ich dann überhaupt alles? 810, das ist... Der da? Nee. Geh weg da. Das Model irgendwas haben wir zweimal. Ich muss kurz überprüfen. Fixture müsste dabei sein. Fixture ist da. Mod ist da. 810 ist da. Jackal haben wir aus irgendeinem Grund zweimal. Habe ich alles andere. Wir hatten das letzte Mal. Das hier, das hier, das hier. Die alle. Den Punisher MK irgendwas. Der fehlt. Wir haben den Jackal versehentlich zweimal und ich weiß nicht, welchen Punisher ich schon gebaut habe. Okay, folgendes. Dieser Punisher und dieser Jackal werden jetzt zurückgeschickt zu meinem Planeten und dort zerstört. Und dann baue ich die Punisher beide nochmal neu. Menage. Achso, der wird theoretisch schon gebaut, aber wird irgendwie nicht fertig. Man weiß nicht genau weshalb. So, bauen wir den nochmal. Und welchen habe ich jetzt gebaut? Den oben. Bauen wir den nochmal. Irgendwas stimmt mit dem MKX nicht. Toll, jetzt dachte ich, ich habe da schon mal was vorbereitet. Das ist alles ganz einfach. Nö. Der hat ja gar nichts drin. Leere Schiffe kann man nicht bauen. Och Mann, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Nehmen wir den anderen hier. Da passen nämlich mehr Frontslots rein. Okay, X. Sorry. Ich habe mir das echt anders vorgestellt. Aber so ist das eben. Mit guten Plänen und guten Intentionen. Das wird eben nicht immer was. So. Menage. Dann bauen wir den MKX-1. Ja, das funktioniert jetzt erstaunlicherweise. Die beiden werden mit SDRGK feindlich gestellt und können uns ein paar schöne Explosionen zeigen. So, jetzt warten wir kurz, bis das hier gebaut worden ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Fixture an. So, Fixture. Demonstrieren wir mal ganz kurz. Ich sehe da überhaupt kein Projektil. Seht ihr ein Projektil? Ich sehe weder ein Projektil noch einen Einschlag. Aber das Ding schießt konstant durch. So. Fixture. Fixture 7 ist eine sehr short-rangige Waffe, nämlich gerade mal 4550, ich nehme an, es ist ein Kilometer, aber ich weiß es nicht, macht nur 40 Schaden, schießt aber, wie ihr hört, wahnsinnig schnell, obwohl die Reload-Time bei 20 liegt. Also ich bin nicht so ganz sicher, wie sich das immer so ausgeht. Dann fangen wir jetzt mal an, noch mit dem Mod drauf zu schießen. Das ist... dieselbe Reichweite, auch wieder keine Projektile und keine nix. Das ist die kleinere Mod-Variante von Harling Industries, welcher müsste das sein? Der Model 600 Harling Industries macht im Vergleich zu Fixture 25 Schaden, also noch weniger Schaden als Fixture, hat dafür hat dieselbe Reload-Time. Ich weiß nicht genau, weshalb man das dann bauen, sind wahrscheinlich Ressourcenkosten ein bisschen niedriger. So, die Dinger schießen aber konstant durch. Ja, Fixture 7 ist ein bisschen teurer. Also wenn man solche Waffen bauen würde, dann Fixture 7 wählen.
So. Dann nehmen wir jetzt mal die hier noch dazu. Fangen wir mal an mit Jackal. Darf noch angreifen. Die zwei ziehen wir mal ab. Damit die nicht unnötig weiter Schaden auf das Schiff machen. Ich habe nur zwei Tontauben erstmal. So, da haben wir jetzt wieder Angreifer und irgendwie der Punisher sowie der, was ist das für einer? Habe ich versehentlich einen Hullbreaker gebaut? Hull 3? Habe ich einen Hullbreaker gebaut? Ich habe versehentlich einen Hullbreaker gebaut. Das ist nicht okay. Wie habe ich denn jetzt einen Hullbreaker gebaut? Was denn passiert? Der Feuerradius kam mir noch gleich so bekannt vor. So, der Punisher hat ungefähr denselben Feuerradius wie der Hullbreaker, aber der Jackal ist interessant. Denn was für ein gewaltiger Radius, schaut euch das mal an. Das hier ist der Radius des Jackal. Ungefähr vergleichbar mit den Harling Industry Mods und dem, was ist das? Eig 810. So, dann lassen wir mal gerade noch die zwei mit angreifen. Die müssen sich auch noch schnell ausrichten. Swoosh, swoosh. So, also wie ihr seht, es gibt keine Variation bei den Projektilwaffen im Grunde genommen. Sieht alles sehr, sehr gleich aus. Könnte ich den Jackie mal daneben haben? Ich würde den gerne im Vergleich zu denen haben, weil ich habe so den Eindruck, dass der Radius ungefähr derselbe ist von der Model 2080 Harling Industries, dem Punisher MK10 und dem Jackal 1.5. Ne, Punisher nicht, sondern der... Was ist das denn? A10. Okay. Diese drei hier. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Die kann ich ja auch auf feindlich stellen. Ich muss ja nicht noch mehr Tontauben nehmen. Ist ja egal. Die will ich ja nicht mehr zeigen. So, hier. Komm, fahr daneben. Bisschen schwierig, die da so aneinander zu bringen, wie man das gerne hätte. Die blöden Reisetriebwerke funktionieren auch irgendwie nur noch alle 43 Minuten. Bisschen schade. Na gut. So, jetzt nehmen wir die alle und lassen gemeinsam dort angreifen. Wie ihr seht, die haben dieselbe Reichweite, weil die ungefähr auf derselben Höhe arbeiten. Und ja, die haben alle denselben Radius. Das heißt, zwischen diesen drei Waffen, die alle exakt den gleichen Radius haben, nur einen deutlich größeren Arc als die bisher vorgestellten Hullbreaker, die eine höhere Reichweite haben, haben wir sozusagen den Unterschied zwischen einem Jackal 1.5 von 1250 Schaden, einem 810 von 1100 Schaden und dem, was ist das noch, 810 am Jackal Mod 2080 Harling. Der hier macht am meisten Schaden, das heißt, wenn ihr diesen Radius haben wollt, diesen Radius mit dieser Reichweite, dann Model 2080 Harling ist euer Freund. Jetzt müssen wir noch den Punisher dazustellen. Dann haben wir alle Projektilwaffen durch. Los. Fahr da hin. Und in der nächsten Folge geht's dann um Strahlenwaffen. Das hier ist jetzt übrigens das Dreadnought MK1, weil das, wie gesagt, mehr Waffenslots nach vorne hat. Jetzt habe ich die Reichweite nicht so richtig drin. Rückwärtsgang. Travel Speed auch schon benutzt. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsetzen. Also die Reichweite ist nicht deutlich höher. Die liegt beim Punisher bei knapp 2000 mehr als bei diesen drei Modellen.
hat dafür aber deutlich mehr Schaden, nämlich 1200 mehr Schaden als das nächstbeste. Dafür ist der Radius so viel schmaler, was schwierig ist. Also, was lernen wir daraus bei den Projektilwaffen? Wenig Schaden, hoher Radius gegen kleine Schiffe, hoher Schaden, sehr, sehr wenig Radius gegen kapitale Schiffe, die sich nicht so viel oder nicht so schnell bewegen. Das ist die Lehre und ich nehme an, das können wir vollkommen übernehmen auf die Strahlenwaffen. Allerdings interessiert mich natürlich endlich mal, welche Farbe welches ist, weil die haben ja unterschiedliche Farben, zumindest schon. Projektilwaffen sehen ja absolut alle gleich aus, da ändert sich ja gar nichts. Und die schießen alle hier vorne aus ihrem Maul raus. Bisschen schade. Wäre schön, wenn sie irgendwann nochmal verschiedene Waffen-Slots hinzufügen, so Turrets und sowas, aber gut. Wollen wir uns mal nicht drauf versteifen. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir alle Projektilwaffen durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vielleicht bei den nächsten zweimal oder so, wenn ich mich um die Strahlenwaffen kümmere. Je nachdem, wie gut ich vorbereitet bin, schaffen wir es vielleicht auch in einem Mal. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, liken lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und ihr werdet euch jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen an den Kopf fassen. Alter, das ist gerade mal Alpha. Warum zeigst du das? Ich zeige das deshalb, weil ich unheimlich gerne den Fortschritt von Spielen dokumentiere und mich zurückerinnere, wie es denn mal am Anfang war. Und irgendwann kann ich dann mal hier drauf zeigen und sagen, schau, so waren die Feuerradien der ersten Waffen in der Alpha. Das hier ist Geschichtsschreibung. Digitale Geschichtsschreibung. So sieht's aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.